Gehen wir leise weiter. Da sind Leute. Da reden Leute zu Hause. Zivilisten. Die LRA kommt immer gegen 10 oder 11 Uhr vorbei. Gestern hat einer gesagt, sie seien da lang gegangen. Die LRA? Ja, diese Idioten. Man muss aufpassen, diese Leute sind beängstigend. Sie waren in der Nähe und heute Nacht hatte ich Albträume. Das war wahr, mein Freund. Hinsetzen. Hinsetzen oder ich schieße. Du greifst nach meiner Waffe, Freund? Nein. Bleib ruhig. Ein Schritt und ich töte dich. Lauf und du bist tot. Sind Soldaten hier? Da. Die Soldaten sind da drüben hinter dem Berg. Fessle ihn. Du da, bleib stehen. Wir gehen in den Sudan. Mein Bein tut höllisch weh. Was sagst du, Freund? Nichts, nichts. Setz dich. Binde den Mann los. Er soll sich hier ausruhen. Mein Freund, ich kann gehen. Ruhig. Was ist mit deinem Bein? Es tut mir weh. Dann bleibst du hier. Für immer. Hier entlang. Kommt. Vorwärts. Schnell. Kony kämpft, um euch Zivilisten zu retten. Er kämpft nicht, um Zivilisten zu töten, die nichts Böses getan haben. Er kämpft nicht für sich selbst, sondern um das Elend zu beenden, das Musevenis Regierung über diese Nation gebracht hat. Er kämpft für Uganda, nicht für eine Person oder einen Clan. Sie verletzen die Rechte der Menschen und tun all das Schlechte, was ihr hier seht. Keine Krankenhäuser. Keine Schulen. Die Leute lernen in Hütten. Ihr seht das und sagt, die Regierung sei gut. Wir wollten das nicht. Wenn ihr uns, die LRA, seht, soll keiner weglaufen. Sonst schlagen Bosco und ich so auf ihn ein. Damit das klar ist, wärt ihr weggelaufen, hätten wir euch getötet. Wir haben beschlossen, dass ihr euch uns, der LRA, anschließt. Dreh deine Hand um. Dreh dich um. Bist du bereit, ein Rebell zu sein? Du bist jetzt ein LRA-Soldat und musst das akzeptieren. Wenn du Dummheiten machst, finden wir dich anhand dieses Karité-Öls und töten jeden bei dir zu Hause. Und wenn du mit unserem Gewehr fliehst, folgen wir dir nach Hause und töten deine Angehörigen. Du bist Soldat der LRA und wirst uns helfen, diese Regierung zu stürzen. Beweg dich. Kommt, Freunde, wir gehen. Wir
Mädchen. Ja? Tja. Lalo. Hm? Bei Wawor. Morgen ob Jana, Lalo. Aber nur Jan, per Lalo. Lazy girl. Mm-hmm. You're not a girl, not yet a woman. You're in between. Jal, bye, Jal. Ich heiße Geoffrey. Die LRA hat mich mit 13 entführt. Mit 16 bin ich geflohen. Zurzeit fahre ich Boda Boda, ein Motorradtaxi. In Gulu. Wir haben die Hunde im Lager der verschleppten Bellen gehört. Ich war mit Großvater da, in der Zone C neben der katholischen Mission. Die Hunde haben gebellt. In der Nacht. Es war schon 2 Uhr morgens. Ich habe Taschenlampen gesehen, aber wir dachten, es seien Soldaten. Wir haben es an der Tür klopfen hören. Weißt du, die Soldaten haben manchmal die Leute kontrolliert. Da dachten wir, sie wären es. Aber es war was anderes. Ich habe geschlafen. Und als ich die Augen aufgemacht habe, hat mir die Lampe in die Augen geleuchtet. Und eine Stimme sagte, zieh dein Hemd an und komm raus. Meine Augen waren müde. Ich habe mein Hemd angezogen und bin rausgegangen. Draußen sah ich viele Verschleppte. Obwohl die Soldaten in der Nähe waren, haben die Rebellen in der Nacht 5 Menschen getötet. Auf einmal. In dem Augenblick. Großvater wurde auch getötet. Ein alter Mann. Hilflos. Ein hilfloser alter Mann. Das ist denen egal. Wir waren so traurig und konnten nur weinen. Sie töteten oft die von ihnen Verschleppten. Und wie konnte ein Junge, der wie du verschleppt worden war, im Busch im Sudan überleben? Das hat uns viel Kummer bereitet. Wir waren so besorgt um dich, wir weinten. Und wir hatten keine Hoffnung mehr. Wir dachten, du seist tot.
Viele sind wirklich gestorben. Ihre Knochen liegen noch im Busch. Und dank Gottes Gnade erfuhren wir, dass du wieder in Gulu bist. Ich bin sofort dahin, um dich zu suchen. Wir waren in einem Wiedereingliederungszentrum. Das hat mir sehr geholfen. Als ich ankam, hatte ich Albträume. Es war nicht leicht. Nach allem, was du gesehen hast. Tod. Getötete Menschen. Tod. Menschen, die von Hubschraubern aus getötet wurden. Leichen zu sehen. Das hat mich im Schlaf umgetrieben. Die Leichen. Wenn du daran denkst, bist du sofort wieder im Busch. Deshalb musst du erstmal im Zentrum bleiben, bis die Gedanken zur Ruhe kommen. Ich heiße Lapisa Evelyn. Ich wurde von Connys Rebellen entführt und war 12 Jahre im Busch. Ich wurde 1997 entführt, im Februar. In Olango. Ich muss damals 13 Jahre alt gewesen sein. Als sie kamen, war ich dabei, Erbsen zu dreschen. Dann haben sie mich gerufen. Komm, zeig uns den Weg. Ich bin losgegangen, um ihnen den Weg zu zeigen. Sie sagten, komm für uns. Ich ging weiter. An einem bestimmten Baum blieb ich stehen. Sie sagten, geh weiter, wir halten nicht an. Wir liefen, überquerten eine Straße und kamen dann nach Kitgum. Wir liefen Tag und Nacht, wir überquerten einen Fluss, den Aswa oder einen anderen Fluss, das weiß ich nicht. Wir überquerten den Fluss, dann schliefen wir am anderen Ufer,
bis zum nächsten Morgen. Am Morgen sind zwei Mädchen weggelaufen. Und wir wurden deswegen geschlagen. Nachdem sie uns geschlagen hatten, sind wir am nächsten Morgen wieder weitergelaufen. Wir liefen und liefen und liefen bis zum Morgengrauen. Wir liefen und überquerten eine Straße, die nach Kitgum führt. Die Stadt Kitgum war in der Nähe. Wir sind geradewegs durchgelaufen. Mit uns lief ein Mann. Er wurde unterwegs getötet und mit dem Gesicht nach unten auf der Straße liegen gelassen. Und wir sind einfach weitergegangen. Can you tell us more about these pigeon peas? Die Erbsen rufen meine Erinnerung wach. Sie holen zurück, was mir passiert ist. Deshalb. Aber so ist die Welt. Das ist mein Freund Mike. Er wurde auch von der LRA entführt. Und war lange im Busch.
Kan en ngul won son e John Wright kamano mon moy UPDF mon moy ma ha be very e kini anda ke ma ka ke zon si ke zon si da mari ga ke we nge ka cha we nge sap ka de la la ma da ke ni jan ko ngi ta ko ma ke ni jar ma anda chi wa no no ma ti ka na wa no me ni ro e nge amaro agwa ke cha ka wet wa cha ka Ken wie apoy e. Ano kira kira block is go. Kayak kuya wang ba kam moñ maria. Jo joni mari chawadi. Ah wa chawa bi ci ma di wo. Yo na an kira kira go ma ka fer na tika ñon me lela. Ci ku jo. Ina ting ma jani. Ati ga we le. Ting ma ti lela. Pen ma ka di cieng da dal. Ima o ti ro ga cha par yo. Wede non dia ka kan la. Wede ki lu ti ke. Ya. Dia ba ka wa ma pa. Ini ada apa buat ke ini? Beru kamp mandir. Ini dah beru kamp mandir lah. Beru dia di second camp. Wadonya kamu nak kerja? Ya. Kamu biar nak gamu cam. Kagamu cam. Di pon cam tu pakai apa boh? Eh, wadonya kita ni. Nampu biar kau way guru. Ya. Biar way guru ni. Kalau cila me, awak nak mau rebrem me? Pidang me dia tu pal. Nampu biar cila me tiang me. Lung punya ke? Kau kikum me. Awak nak cari kerja kau bang keluar kau dah beri kerja. Habe pieni wan mo be de palaba ko pieni wa yaro chama yo kidum wa ganyo rermen okay sibliata podo ye a podo ke warwa go gena mo bo bieno bene wono la mon moti apidao ko le so ma wono do bjane ke kwani grobi mi do ne e yero jo maro ke dwaro dutyo ke me Ya, berdua kem. No. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini kan, kita ini ring. Yuri. Kita mau beri, kita mau beri. Kita mau beri, kita mau beri. Kita mau beri, kita mau beri.
gwak ma mati o bedu beja eto moñ ci jwar ma ci bilian jwar de kam eto gwak ma mati man ni moñ gwak ci bilian o bedu pexe lo xat ci bilian ci bilian ci rand moñ ci te en nawe ci bilian ti nge moñ dang no ti yu rap no moñ te ki moñ dak ti ya moñ te ki ñu to ke bi ni ko ang no nga me ko ang no ci bilian ayak da ka doñ bot moñ Anya Naiti. Ich heiße Naiti. Ich wurde mit 13 Jahren von den LRA-Rebellen entführt. Im Sudan wurde ich dem Big Boss Joseph Kony übergeben. Und ich bekam ein Kind von ihm. Ich kam mit meinem Sohn zurück, fand einen anderen Mann und bekam noch ein Kind. Jetzt lebe ich mit ihnen zusammen. At least, the UPDF very Central Africa and the Kono no can at here. You are doing any lucky UPDF, don't do my don't give me. Get him, Mama. My dear, you can't come. And Mona Wang. Mm-hmm. It's a machine, you don't know any human. Manu to a matter what an empathy to our scriptures? When you get the bambe, why you want to do it? It's a little funny. Tina ci yele ke ti bay fugu riyam ngi ti gang way ko mbeti fugu de gang ha kan ci na ci wé ni ñam ñam na fa du gi e beto ku ja tan ay wé yo ah na ko de ti ko ma tak lay wa ene ta ta ko dang na mo ko fe di la Central Africa tan a ta be dang we jaan ba ra mo ko na ko na ene mi ar gi di ngore ha wé na di fe Ni ole tenene. Ni ole. Emen ke mak won la tin gena won la tin yo. Won la tin ini be ko bale be ko ni ba man ko be ko bu de ga ku ba tara ala be ro biel. Won la tin ene don pierre pe ta ko ya. Pierre pa ta ko. Ye na go du be pa da be chol la tin ngan kwa. Ai ni ko ma be ro tin o we mi a di. Mi a di be chol mana wek mana. Ini bekerja di bengar mau beram dapur.
tiano duan ta. Mo tiano kai mo ni gu wang be duan ta. Mo tiano ta. Fire! 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 Get down, get down! Me, me, ah!
prisoner was possible. And he's taken the benign view. Don't be frightened to come back home. I don't like it. Ngayo choy wi daano ma raaj ak daay ino mega riya ko this is my boss boss what can we say yeah ana fuñ kan na ko me baa ne pendi ko me baa ken mara le poni bene tiro ngwel gi kor na ka kanyi gi tiya pa pierre gi on pa kuda pues ko ti ma la i ke na ka ke gaw la pen a pierre gi no pe ti beru gi ja ke cha mar ka ti ko e no cha lu buru ko me ko ma la fuin lang e kin ore di wo ma ko me cha ka cha me ani a me ba ba Mae ta me di li ak ro. Da na do to gi chio mar gi mo kan. Da da gene gene sa vi di ko. Em. Ya no ma to ta ko. Ene. Ene ta ro nga. A ga na ni mo be. Ah ka ne no fu ta nya ti bi na bi na wi ni wa ka fo lu di ro. Ya ma ba ga. Kau tidak kira ngana, ngana kau nanti tidur. Naga dong jenar pengucap diri dia tidur. Nungundung cai. Aku bupe. Ia dia cabai juga. Dia menyer. Adon jadi rapir. Kau bawa penyuyi ba. Pun mau beri kuno ni weng kuno tiang weng. Kau cari cari ke tin mungkin pun beri lu tiang ya. Betul ni. Mana mer lop tiang. Lop tengahana. Cari weng min lakan mau beri dengan mer nung cari. Belak. Nama kau apa? Nama apa? Kamu loh yang kita tahu yang kita tahu. Boleh tahu. Nampak ramai orang. Aku rasa support ini. Kau biar kita pilih lagi kampanye. Aku orang ini. Kau juga ada dokter. Ada dokter. Kamu di mak dok apa ni? Ah, aku mak dok. Aku kau ada dok, aku ada dok.
Weißt du, in meinem Fall war der erste Mensch, den ich getötet habe, eine Frau. Ich habe sie getötet. Ich hatte keine andere Wahl. Wenn du dich widersetzen willst, töten sie dich sofort. Man hat keine Wahl. Ich habe zuerst deine Frau getötet. Ich habe sie getötet. Ich musste sehr viele Leute töten. Aber diese Frau war die erste. Danach habe ich mich ans Töten gewöhnt. Es war kein Verbrechen mehr. Du tötest, wen du willst. Das war, als wäre man von Geistern besessen. Du tötest jeden. Wenn du einen, den du entfütterst, dich magst, tötest du ihn. Das war wirklich schlimm. Das Leben war dort nicht einfach. Firing squad,
En baan moet je maar dit maar nodig. Dat bij de paard en paar billen in dat met jou voor een tekken. En nog gewoon een tekken en een paar geven en een kar en een jeep. Dat niet aan het jaar en hier de kar. Chill doet de wereld. Ja, mijn mannen die hebben. Mannen die hebben, nou dat wordt nodig. Doet dat jou over dat wordt niet aan. Jij bent Mike. Dan kun je dit maar daar nog in de pimmen. Mike, yes. Not a grand leg, man. God, I am not that movie. You will hate. Jebelin is over now. Ik heb een lekker
Do you remember this? Okay. Biro chamo. Biro chamo gini. Biro chamo chamo. Biro chamo. Lugochi koma. Kom lugochi koma da.
Mike, yes. Man, I got a pay water there. Did ya? Yeah. What is land mine? There, I will be. I will pay the land mine. Come on, my pal. Come on, Ini karo nak gamo ini ambus got tema tas otim kelo ini kamu dah winner charge ya ha kiar bete ha ocha phone we yung kwe ya tenga po bot kai ini kama kwe o bot kai ha ko kala ko ko kala wi subre aba de ken te ko kwaki pa ba chiel ni na no chiak Ini aneh dah nama, aneh orang montot ini macam mana cie apa? Kau orang glim begini, cakap orang cie, oh cie lama. Ini ngam ya, ini penya cari ni buat. Penya mana? Penya ini apa cie mana? Hey Will, aku mohon ni lah ya, penya dok penya mana? Kali penya dah penya dia. Enak dok, aku kuli. Penya ada kena penya. Tak kau ni buat ini mata, ni cili. Merovoro kan. Ngare dong we lu donyo go ko 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 ko
Ich war da noch gar nicht am Tag. 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 Am check ma wi la po ye elare kan ma don wi ape ran wi ye gamo teme marai wan no te ana nyara bo ber gi chan pian ka gi ma ka ma gono mo kan ko ti apara de par mo en ni tak de ta ko na no pirio ti pa ti gi mi gi la chio mo ker ma ti ma ka pian mo en mi ar chak bor ki ri kun mo gono be kumi be ding mi mo mi chi ne ne no ino wanu ti wanu te anya bo beri ki cha ne ne ka ta lan ki mi agi la chuo ma ti ki mo ka pia no en be pe ti kwa ya pia na ne o ti me ko nya mo mi ki mi ya la chuo ma di anya ka ti me ni kwa ya ki ti anya ne ki cha ki chi lu wan ma ne ar ki chi beri gi ri ka nya ni ngo wa pe ta i chi ar gi le ta gi na be wan ma ka re ma le ar da wan do ti anya pia ka gi mo ka gi ke li mi ar ni ye la ti a wu ma ma ti che chi en gi be ne ga che pe ye I kelu kan gi dur wo ken won ko ror ki chako ko ni mi mi pok wu I gang pa lo dir nyu ngi dong be pe in da ga ron ber bol bol la cho in ken ni mago won piara ngwan piara bi ki na ken ni e na won ti bol la cho a chi ni en me no gi ti ka la nyu me ken mo e ka kon kom gi ne tak ki ni be yo pa ngi kon che ta le ko ke ne au ga te ni we gar gi tie gi chano gi mo ke na tela du go kop ki te go kop ki ma chan got to ni lu yo This is Lydia. Lydia. This is a holy place, according to coin. Holy place, you can see this is a sign of a star. This is of a heart. The pumping machine. Okay. You can see with the ship. So they tell them like that. Kanto pull on leg up a coin wing, doggy, gemu kunya. You don't get what going, man. Doggy, my man. Doggy, and doggy. Dok in dok ko nya dok ko nya dok ko nya ba ber moy ken mo be dok at le gan emi ak kem ko nya be dak ko por ci dok no mi obet kete ene me wa goy mar goy wa para ko gena don ke ren le ko ke le ga en pañu es ko te ma cho
He became possessed with the Holy Spirit. He will not even know what he's trying to say. So there's someone beside him to write what he's saying. The spirit possessed on him will talk. And then there'll be a passion to record everything. When the spirit possessed him get away, then he'll start realizing it himself. And he'll look over the notes written. That's how our spirit used him to communicate to the people. The orders are given by the spirit always. Anti bumati kom la dirte ningi gere raw berong bile chao kan kone silini who are you jim briki sinaska ti jo eni wengi tie who are you no beru tibu mage maka obian kom beri biyo be kon who are you no lemo ko penya penya giria ti no no gwa no lueng mo tie ti ka ta gu luo da no mia no ngo bia chao we un me lu tiano uyobu ban pelu tian ko pelu tian u bidan no poi bidan ker mon ti u pe gwak fot gi uganda inge ni adi mon o to lwen mo be por ma tega da en u ayu eni no do bino do poi bidan tel iron fist operation mo ko nian da ni an da an ma be ne gi tong bara tian nge ni wan dan ma dunga da da mi ma ka gi uganda ti ayu ma da da mi kwanyo an gi kien joma duong ada da mi kela kan ka poyo wiya adwa ka e foj barge wa ka kar be ber ngi ni an ka no no chan na ngi ko nya pe chi tien dong ma ye ni an kar po ko nya ti ya rom be timu gi na be wi lobo dong gi gi na ra ya de da wan mo be ru kan kare ma ka ma diet lu wiri wa ma no be gi ma gi ma ka ka no gu be gam no pe go be ru nyu ko gi ti ka ma ke nyu gi lu ni mi li style migi chaka ye dan liber ga chaka mon ni gelu jogi gelu jogi chak dan we mi adek ne no ma chiel gi golo ore ni joeni wengi chat gi nek yo kerti gi la ten ker pe gi la ten gi chaka joeni wengi tar gi tu ila ka ko par chen ku gi char gi chielu gi yo gi ne gi no mama wi pe wi le pian wan no be gi ma wa ma ka no la ka ja ka ken no ngar mo no po be ra mo ta en ne gi na ra ya de dam wa la wo ra da ni bi len wi apo pian ga char ga chielu dan ci chaw da ngi barax weñ ni ni cer nen ci la wor mi gi cielu riñu ne ki wi yat we chaani wi kombera o kan wi apo ya ma wi ape ramu wi are they happy to go back to Uganda after all this? That's the last question. Factor an gang wati age an gang wati kan wati yer ne an gang wati te ni len ta wa ka ba ni Ama yor na right. Ina na. Ti awu ni kom ge white wan ma. Ina na yor we. I yor da. Ai ba attempting. Ama ge na ra. Chumo. Let me try. Da ba ge ra. Ah. Ah. Pero anyway, bien la quiero que vive lento. Ah. Ay, ay,
lang. Wenn du da bist, geh zu den großen Bäumen. Da treffen wir uns. Seht her, ihr geht da lang. Da ist es offen. Ich komme aus Uganda. Ich kontrolliere diese Zone. Die Tongo Tongo sind keine guten Leute. Ich mag sie nicht. Ich auch nicht. Die Tongo Tongo sind Diebe. Sie stehlen Kühe. Sie haben sogar meine Kleider gestohlen. Meine Kleider, alles. Hast du Tongo Tongo in Duruge gesehen? Nein, ich habe keine gesehen. Wenn Tongo Tongos da sind, komme ich und bleib bei euch. Wenn ich Tongo Tongo sehe, dann schlage ich sie. Ich schlage sie. Ich würde ihnen ihre Kleider wegnehmen und verbrennen. Und ich? Was gibst du mir? Schmeckt das? Danke. Du zuerst. Schmeckt es? Die sind zu nichts zu gebrauchen. Das sind alles Verrückte. Nichts nutze. Ihr geht in den Tschad, um Kühe zu kaufen und kommt wieder nach Zentralafrika, wo es Gras für sie gibt. Die LRA hat viele Mbororo vertrieben. Mit einer Waffe könntest du dich verteidigen.
Im Busch wie hier kann man nicht gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber im offenen Gelände verteilt sich die LRA und jeder marschiert allein. Um die Spuren zu verwischen, gibt es eine Taktik. Wenn du nicht willst, dass ich dir folge, darfst du nicht unbedacht vorwärts gehen. Wenn du einfach irgendwie gehst, wird der Feind deiner Spur folgen. Man muss sehr vorsichtig gehen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich meinen Fuß hier hinsetze, das weiß ich einfach. Wenn ich ihn hier hinsetze, sieht man nichts. Da sieht man nichts. Man sieht nichts. Die Zivilisten verraten dich immer. Sie arbeiten für beide Seiten. Sie verraten die LRA an die UPDF und die UPDF an die LRA, weil sie Angst vor den Folgen haben, wenn sie es nicht tun. En cours, nous faisons de notre mieux et bon, il faut tout simplement patienter maintenant. On va décoller de Dobo dès qu'on reçoit le monsieur. Oui, oui, si on reçoit la lettre, oui. Et on a, il n'y a pas de problème juridique parce qu'on a confirmé avec Washington, on a confirmé avec le centre américain, on a confirmé avec la CENI. Donc, I see. Understand. I don't know if it's yet. So is mine. I understand. So you're emailing it. You're emailing it to Kabongo, correct? What I'm trying to do is just to sit down and call back. I wish to call by another source that they are. Ngo mai ti tam ne kum ki ma ti ti me na I ti na no ni. Gen na ti ti me I ti tam ye ni. Ah. An dan mo e ka no gele moñ. Ngi ga wang. Nhiều đàn ông ấy kèn mà nó đồng ô đen đi dịch thế kỷ lục. Nên nó bình dụ vậy vì trên trình gơ mà thôi. And so how does that make you feel? Thì nì mì đi lúa rồi nhu quẹt bình đi kết tí nè kể tí nè. Anh là có rồi gửi nó mong ấy kèn mà tìm mì lùi. Nên gơ quen mì lùi mà tìm mì quen ai dốc phá rồi bạn. Supposed to be here and who's not supposed to be here.
Kare, who turned himself in to the AURATF. I will suggest you read through. For purposes of seniority, you are presiding, but I, being the handling officer, will go through what I have. Page one defines the charges. The subject we are talking of is an ICC indictee and is being held and released on charges of war crimes. We shall formally hand over Dominic Ongwen into the AURATF custody. I will sign unless you have anything to say. Yeah, that is good. I have nothing more to say. Dominic, he was being in the hand of the UPDF. Now the UPDF is going to hand it you to the AURATF. And this is the process that we are going to. So, karatachi in il ki bi mini part ma mege in signing kadong UPDF meu in iching en. In yang, no kamera pen kong. That he asked a question. Then, Africa Union, here again the morning, and then I'm not here, the little money bank. UPDF is handing over him to African Union. UPDF is handing him over in what way? Yeah, the system, as you know, that the African Union is the one who controlling. Even the UPDF with him here is a part of the African Union. So now he was in the forced. Now we are taking him to the headquarters of the African Union for the other process. UPDF meu in ching African Union. Ka African Union bim mete ki proches yo mukene kitamir ki chole kere gang. Nkong da men dak pen mario pol kuman pa elar muke mudogene weng. Step be weng beru kuor be kumen. His old LRA commanders who defected handed over the same way. They are the people who are more important than the other commander. If the coin come today, we will do the same. And that one we are doing to him, so that to show the world that the one which was in the bush, we went to him, he is now with us. So we can do for the somebody who is important, but for the somebody who is less important, we will just integrate him into the society without the ceremony like this. Commander Madit in Beru, General, Jomak Chani Guberu Litino. Ginaki Tikatimo in a menu to Kiwi Lobo, Nika Ella Remote Bugoganki, Bittere Bilopo Yomakete, Ella Commander Madon, Kibitere Yomakete Elone. Menu to Ni in Piritech Loipi Jomokeneni. Okay. When you marry him. Carry. You can give him to sign. Right? Do you have the ink pad? Ink pad? No, we are going to use something else. Oh, he's going to sign. Ask him, can he sign with his hand? Take it later, Johnny. Yeah, he has a signature. No. He has a signature. He has a signature. He has a signature and a thumbprint. We'll use this one. Yomu. That's why it's denied, Both. It will be a signature and a sign. But no, you can't sign. This is the right arm. Like this. Yeah. Mm-hmm. This one? Yeah. How is it? Get him a blue pen. Get a blue is. Blue pen. Sign here. And you're going to be signing to me. Signature. Why is he signing? This one. And the signature. Any waraga, but doctor, manure in, kumi yot. You bury it in, you keep your paste, keep full, more again, and animals. You keep your blue in, you keep African. This is also to attest that we hand him over
in good health, and we hope you shall handle him humanely, according to international law. I thank you. Please stand up. I have one copy. One for you. Thank you very much. Good luck. All the best. Okay. Also pray for you. Excuse us. As we proceed here. Can you please switch off? We will obey. The International Criminal Court is now in session. Mr. Ongwen, please stand up. Be, me achiel, apoyero to ba mchweyo polgilobo. Kachielo ki dano. Matilo. Marta con siete cuya fiene que mata a su mamá. Creo que en Central África no la voy a hacer más pelada. ¿Más de un lleva Marta? ¿Qué es eso? ¿Qué es Marta? Marta. ¿Más chica para lleno? En el otro, Machel. Ramo cuando. Tamo que no me tamo me tot. Y Marta que no tamo, Urelis, Nui. Aya, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo está? 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 ¿Cómo But you are yet there, I call an air car person. Oh, it proceeded there in a proceed of ban. You'll get it on. You are that African Union is a force which controls the soldier who are. Can you eat your payumba? I think I know my mind. He approaches you, Mukene, Kitamir, Twenty Kerry, Guy. And don't pay the Logativa. Nili enni kon ngo wa inge no ni enni gena ba mo be koni dong ma ryo na ko ding politik ma en temu nila dit lobo me yo gana te ke yo
Thank you.
wie mich der Cem beeinträchtigt hat? Wenn ich auf der Straße gehe, sehe ich eine menschliche Gestalt. Sie steht einfach so vor mir. Und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich sie hinter mir. Manchmal gehe ich weiter und wenn ich der Gestalt näher komme, kann ich sie grüßen, aber sie antwortet nicht. Und manchmal, wenn ich mit anderen Leuten gehe, fragen sie, mit wem sprichst du? Ich antworte, siehst du nicht die Person, die da steht? Mit ihr habe ich gesprochen. Die anderen sagen, da ist niemand. Du führst Selbstgespräche. So hat mich das immerzu verfolgt. Und manchmal, wenn ich am Einschlafen bin, dann kommt sie aus der Zimmerdecke. Sie nimmt die Gestalt eines Mädchens oder eines Mannes mit roten Augen an. Schon wenn ich nur den Kopf sehe, fange ich an zu schreien. Wenn ich dann einschlafe, erscheint eine Schlange. Ich träume ständig von ihr. Sie rollt sich um meine Taille. Und wenn ich nach ihr schlage, treffe ich mein Kind. Danja.
hun ying ba 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 ta ba ayo Kau dah uriam nak pergi. Mak kau pergi. ควันดองเตียงตัวเกิดเลยไปแหวนดอกก็มาครับมาแต่ไม่ได้ไปที่มาด้วยมาเนี่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 ยมา
Ich habe nachgesehen, er war am Rücken verletzt. Da war nichts mehr zu machen. Er ist vor meinen Augen gestorben. Dann habe ich ihn ans Flussufer gebracht. Das war mindestens... Es war fast um diese Uhrzeit. Ich verbrachte die ganze Nacht neben seiner Leiche. Am nächsten Morgen habe ich ihn begraben, auch wenn das Grab nicht sehr tief war. Das machte mir nichts aus. Ich wollte ihn nur begraben. Von da an ging ich allein weiter. Ich wusste nicht, dass ich in Kitgum war. Ich ging direkt in die Kaserne. Sie haben nicht auf mich geschossen. Ich wurde herzlich empfangen. Sie sagten, ich solle mich ihnen anschließen, der UPDF. Aber mein Vater, meine Mutter hat es nicht zugelassen. Meine Mutter hat das abgelehnt. Sie hat mich dort abgeholt und nach Hause gebracht. Habt ihr diese Hütte nicht mehr benutzt, seit dieser Mann versucht hat, mich zu töten? Niemand hat sie benutzt. Ich habe versucht, sie zu reparieren. Er hat sofort von der Tür ausgeschossen. Ja, er hat erst geschossen. Und er hat die Tür eingetreten. Er hatte einen Plan. Ich habe da geschlafen. Ja, auf dieser Seite. Hättest du da drüben gelegen, hätte er dich getötet. Er wollte mich töten. Weil er dachte, dass du auf dieser Seite schläfst. Aber du wolltest dort schlafen. Weißt du, die Leute schlafen lieber auf dieser Seite. So war es, mein Sohn. Ich danke Gott, dass er dir geholfen hat. Ich dachte schon, du bist tot. So wie du geblutet hast. Kaum warst du draußen, bist du umgekippt. Du konntest nicht sprechen. Deine Augen waren voller Blut, dein Mund. Ich dachte, die Kugel hätte deinen Kopf zerschmettert. Aber sie hatte ihn nur gestreift. Sie hat mich an der Stelle gestreift, an der ich schon verletzt war. Sie hat die erste Verletzung nur verschlimmert. Wie geht es deiner Verletzung? Es geht, aber ich träume schlecht. Womit quälen dich deine Träume? Ich träume von früheren Ereignissen. Das quält mich sehr. Noch heute? Zurzeit wenigstens nicht so sehr. Vielleicht ist das der Chen aus deiner Zeit im Busch. Hier wurde auf dich geschossen. Wie kannst du jetzt bei uns bleiben? Ich kann nicht bleiben. Aber viele kommen aus dem Busch zurück. Du bist nicht freiwillig gegangen. Ich wurde verschleppt, das können die Leute nicht verstehen. Sie haben dich verschleppt, als du noch sehr jung warst. Mutter, Folgendes ist passiert. Dieser Mann. Es stimmt, wir haben irgendwo viele Menschen getötet. Darunter auch seine Familie. Da hat er beschlossen zu kommen und sich an mir zu rächen. Der Verlust der Familie war schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft.
Denn die Amnestie wird von der Regierung erlassen. Aber nicht alle haben dieselben Vorstellungen. Selbst wenn die Regierung dir eine Amnestie gewährt, wollen sich die rächen, die wissen, dass du ihre Familien getötet hast. Verstehst du? Sie traten mit dem Fuß gegen die Tür. Ich fragte, wer seid ihr? Sie sagten, mach die Tür auf. Dann haben sie sie eingetreten. Bevor sie zu mir kamen, waren sie schon bei der Hütte der Jungs gewesen. Drei haben sie mitgenommen. Sie haben Omal mitgenommen. Sie haben Oriema und Owana mitgenommen. Sie sind mit ihnen weggegangen. Ich wollte raus, aber sie haben mir gesagt, Mama, tu das nicht, ich werde dich töten. Ich habe gesagt, warum wollt ihr mich töten? Was habe ich Böses getan? Sie sind mit den drei Jungen weggegangen. Der entkommen ist, Adwom, ist mit Lubanka Kene geflohen. Sie sind gegangen und ich blieb mit den Kleinen allein. Sie haben meine Kinder mitgenommen und getötet. Ganz in meiner Nähe. Ich hörte Schläge und dachte, sie schlagen Holz. Es waren die Köpfe meiner Kinder. Und in diesem Massaker wurden die Leute totgeschlagen. Mit der Hacke zerschlagen. Mit der Axt. Mit der Hacke und mit anderen Werkzeugen. Vor allem mit Äxten. So ist das gewesen. Sie haben geschlagen. Geschlagen. Mit der Hacke. Ja, so ist das gewesen. Ich habe Ihnen gesagt, ich war im Busch. Wie ist es für Sie, dass ich zu Ihnen komme? Wenn ich dich so sehe, ist es gut. Du bist wie mein Kind. Du wurdest verschleppt. Das war nicht in deinem Interesse. Du bist nur verschleppt und in den Busch gebracht worden, oder? Ich habe nichts gegen dich, jetzt, wo du wieder da bist. Ich bin froh, dass du zurück bist. Das ist alles. Als es Tag wurde, waren nur noch Leichen da, sonst niemand. Das hat die Leute aus dieser Gegend veranlasst, schnell wieder ins Lager zu gehen. Sie kamen sehr schnell.
Deshalb war nach dem Massaker kein Mensch mehr hier. Ja, natürlich. Wir hatten den Befehl erhalten und ein Soldat muss den Befehlen folgen. Ich muss etwa 15 gewesen sein. Das war das erste Mal, dass ich hier Menschen getötet habe. Ja, stimmt. Es ist sehr schmerzhaft, an diese Orte zu kommen, wo wir so schlimme Dinge getan haben. Es tut weh. Why'd you accept to come back here? Ich kann nicht einfach weiterleben, ohne hierher zurückzukommen. Es belastet das Gedächtnis. Ich muss wenigstens kommen und den Menschen, die leiden, sagen, dass es mir leid tut. Das hat sie mir gesagt. What does that mean? It means das bedeutet, dass man nichts tun kann. Es ist passiert, man kann nur verzeihen und ein normales Leben anfangen. Jeffrey, can I ask you a question? Yeah. If you don't want to answer, you don't have to. All these people you killed, do you feel their presence, something like their chen? Presence? Ihre Anwesenheit. Like their chen. 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 Yeah. Yeah. Früher haben sie mich in meinen Träumen verfolgt, wenn... Sie haben mich verfolgt, aber jetzt nicht mehr. Ich bin frei.